Ja, eine geniale Kombination. Auf der einen Seite eine historische Vespa, die ist da wahrscheinlich noch mit Handschaltung. Ich guck mal gerade, er nickt mit Handschaltung. Ja, mit Handschaltung. Da hinten einer der gefragtesten James Cook der Welt. Ja, da werden wir gleich mal zu kommen. Das ist wirklich ein ganz tolles Fahrzeug. Hier ist das Setup. Frühstück oder Frühstück? Guck mal auf die Uhr. 12 Uhr. Ja, was soll's, wir sind ja im Urlaub. Genau. Du bist sie? Martina. Martina. Und du? Nick. Nick. Romy. Romy? Ja. Und du? Manfred. Manfred, ja. Vier Stück. Ihr kommt woher? Aus Münsterland, Nordrhein-Westfalen. Boah, ist eine mega Anfahrt, oder? Ja, 10 Stunden haben wir gebraucht. 10 Stunden? Ja. War Stau? Nee, wir sind nachts gefahren. Rückfahrt könnte da wahrscheinlich eher die Wahrscheinlichkeit kommen. Ja, und ihr habt was Besonderes. Ihr macht Ausflüge mit denen. Das heißt, ihr könnt theoretisch mit 4 Personen mit dem Roller unterwegs sein. Genau, deshalb haben wir die mitgenommen, damit wir hier ein bisschen mobil und der James Cook schön stehen bleiben kann und wir nicht immer auf- und abbauen müssen. Ihr habt nicht nur einen, die Halterung kommt mal gerade mit, dann zeigen wir den mal gerade, ihr habt noch einen gelben. Wir werden gleich mal ein bisschen was erfahren zu den Rollern. Der hier, den wir gesehen haben, der hat so richtig Vintage-Style, das ist wahrscheinlich auch so gewollt, ja, dass er auch so ist. Der hier, der sieht so aus, als wäre er fast neu. Nee, der ist vom Baujahr 54. 54? Ja. Und nennt sich Königin früher. Königin. Ja, das Besondere bei der Vespa, bitte? Die Lampe, die hat die Lampe unten sitzen. Der 2 Stück sozusagen, oben und unten eine. Die ist ganz selten eigentlich. Das war 54, waren die Handyhalterungen so, oder? Ja, das war auf jeden Fall. aber wenn man sich nicht auskennt, braucht man ja Hilfsmittel, ne? Und damit man die schönen Ecken findet, haben wir halt die Handyhalterung nachgebaut. So, das ist ein spezieller kleiner Anhänger. Hallo Heidrun. Wir sind auf deinem Campingplatz. Am Gitzenweiler Hof. Wir sind wieder in Lindau am Bodensee und freuen uns, wenn natürlich Leute kommen mit so spannenden Geschichten. Das ist echt, also sie ist wunderschön, oder? Ja, ich weiß jetzt, wo sie steht. Ich gucke nachher nochmal vorbei. nein, keine Sorge. Wir passen da drauf auf. Ja, das Schöne wäre ja, wenn jetzt hier die Seitenwände noch aus Glas wären, dann wärt ihr wahrscheinlich auf der Autobahn, würdet ihr dauernd Unfälle erzeugen, weil die so wunderschön ist. Hubraum von denen, was haben die? Die hat 125. Ja. Und diese hier hat 150. Die hat 150. Ich glaube, 150, das ist so eine Spezialität aus Italien. Darf man mittlerweile auf der Autobahn eigentlich fahren mit der 125er wieder? Weil ja, ich habe irgendwas gelesen. Mit der 125er darf man fahren. Aber das war ja lange Zeit, war das gesperrt. Ich glaube, ab 150 erst in Italien waren ganz viele Schilder. Kannst du dich daran erinnern? Nee, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. In Italien wissen wir nicht. Also es ist wirklich so, in Italien waren immer Schilder ab 150 Kubik, weil die 125er waren so rollende Verkehrshindernisse und deswegen haben die ab 150 und deswegen wurden in Italien viele 150er gebaut und du kriegst auch meine Honda PCX als 150er in Italien, damit die auch mit 0,7 PS mehr, kannst du dir vorstellen, ja, 0,7 PS mehr. So, du hast die hier so gelassen, so ein kleines bisschen nehme ich mal an. Du hast sie nicht extra auf Vintage gemacht, die war so. Die war so, ja, ein bisschen natürlich wohl nachgearbeitet, so ein bisschen, ne? Und das hat auch, war schon ein bisschen verrostet, alles wieder glatt gemacht und dann so gelassen, wie es drin ist. Du hast aber nicht die Sitzbank aufgeschnitten, damit sie. Nee, alles so gelassen. Da ist auch irgendwie, ja. Ist nicht schlecht, finde ich. Ich finde den total. Der ist der totale Hammer. Der passende Helm dazu, wenn die da steht. Wenn ihr das Ensemble so aufbaut, so von der Eisdiele hier in Lindau, die Leute. Oh ja, wir merken immer auch, wenn wir hier über den Platz fahren, der Hintermann sieht dann einfach, wie alle Leute hinterher schauen. Ist euch das nicht peinlich? Gar nicht. Ich finde das eigentlich voll cool, wenn man mit den Rollern da so rumfährt. Ja, aber dass jeder guckt. Das stört uns nicht. Das sind wir eigentlich auch schon mittlerweile ein bisschen gewohnt. Das glaube ich bei dem Papa. Darf ich noch fragen, wie alt du bist? 15. 15, ja. Bist schon größer als die Mama. Ja, fast. Ja. Ich glaube, ich abseits. Aber passt. Er wird das noch schaffen, ja. Eventuell. Ich zeige mal gerade hier drin, ihr habt was Tolles gemacht. Ihr habt einen Schuhschrank. Ja, genau. Irgendwo muss man ja Platz sparen. Und der Schuhschrank haben wir eigentlich mit dem Hänger bekommen und haben gedacht, geniale Idee. Auch mit den Haken, sodass man ein bisschen gut verstauen kann, ne? Während der Fahrt. Was cool auch hier ist, die entsprechenden Einzelsitze. Gibt es da eine feste Sitzordnung? Das heißt, die Tochter fährt mit der Mama? Nein, wir wechseln öfter. Gerade so, wie Lust ist. Der Papa fährt ein bisschen besser, würde ich sagen, oder schöner um die Kurven. Und dann möchten die Kinder natürlich auch nochmal wechseln.
So, das sind ja Handschalter. Das heißt also nicht hier Variomat und so, sondern man muss tatsächlich noch ein bisschen denken und schalten. Genau, man muss ganz schön. Also gestern sind wir auch zu den Schalteckern Wasserfällen gefahren. Da muss man oft runterschalten, wieder raufschalten, dass man wirklich schön die Kurven und den Berg raufkommt. Man muss auch kuppeln können. Ich habe mal eine Geschichte gesehen bei Netflix. Da ging es um die Vespa. Vielleicht habt ihr die auch gesehen, auf Italienisch sogar. Die Entstehung der Vespa. Das Besondere war, dass die Frauen wollten die ja nie fahren, die Motorräder. Du weißt warum? Ja, weil die wollten gerne die Beine zusammen machen. Genau. Und deswegen ist auch die Vespa entstanden sozusagen. Ne? Ja, das habe ich in dem Film habe ich das gelernt, sodass sich die Mädels mit dem Rock nämlich draufsetzen können und nicht die Beine heben müssen. Die haben so Tests gemacht, da haben sie Mädels draufsetzen lassen und haben Jungs drumherum gestellt. Und die wollten nicht auf normale, also die hatten so viel Schamgefühl. Ich glaube, heutzutage wäre es denen auch noch egal. Na, ich fahre gerne Vespa. Ich habe auch Kreiler und Adi und Adler zu Hause stehen. Ne? Du hast eine Kreiler, eine Flori? Ja. Dreigang? Nee, die habe ich umgebaut auf Fünfgang. Direktschaltung. Direktschaltung. Ja. Baujahr von dir? Von der... Nee, von dir. 75. 75, ja. Okay, das ist war fast noch deine Zeit, oder? So, bist du ja, ich bastel halt gerne, ne? Okay. Mit Motoren und so. Da liegt mir wohl ein bisschen, habe ich auch Spaß dran, ne? Ja. Die hat jetzt brachiale Power, das heißt Höchstgeschwindigkeit, was fährt die? So, ja, bis Tachoende, 110 fertig. 110, Zweitakter? Ja, nee, ja doch, Entschuldigung, ja, Zweitakter. Zweitakter. Mischung. Das ist der Spiegel, das heißt, du musst selber mischen. Ja, du hast Öl dabei. Ich habe alles dabei. Nee. Ja. Ist das schwer zu mischen? Nö. Sag mal, was ist da zu machen? Ich habe passenden Tank bei, ne? Ich hab schon fertig gemischt. Ah, du hast fertig gemischt? Ja, ich mische immer 1 zu 37. Also umgerechnet sind da 37 Liter Benzin auf 1 Liter Öl. So, der hat aber keinen E-Starter, ne? Nee. Mach mal an, bitte. Bitte. Ankicken? Ja, ankicken. Einmal. Ich will einmal. Heidrun, ist das nicht der Hammer? Ja. Lass doch nochmal einen Sound, oder? Scharf. Ja, und ich habe dann so eine Temperaturanzeige extra dabei. Ich habe extra so eine Temperaturanzeige dabei. Bei bestimmten Temperaturen ist das Verhältnis besser beim Fahren halt. Ne? Mhm. So bei 150 Grad Kohlentemperatur, dann darauf habe ich ein bisschen abgestimmt. So, und der Motor ist hinten, gell? Ja, ja, der ist hinten. Der ist hier, kann ich wohl zeigen. Zeig mal, warte mal. Ist das wahrscheinlich nicht der erste Kolben, oder, der drin ist? Nee, nee, der hat schon ein paar Kolben durch. Der hat schon ein paar Kolben durch. Das ist aber kein Problem, du kannst auseinanderschrauben, Kolben wechseln. Ja, ja, das ist ein halben Vormittag, dann geht das. Ein Vormittag, dann ist schon. Das Schöne ist ja, die sieht ja von außen aus, als wenn die nie fahren würde. Ja. Aber innen drin muss alles Tico-Taco sein, ne? Tico-Taco? Ja, so, da muss schön laufen. Völlig in Ordnung. Ja, ich habe das schon verstanden. Ich finde das nur so geil. Ist das Münsterland? Das ist was für ein Bundesland ist das? NRW. NRW, immer noch. Eins Live-Sektor. Genau. So, sehr schön. So, dann zeig mal nochmal die gelbe ganz kurz. Die ist ein bisschen anders. Die ist älter. Die 2 Jahre älter, ne, Manni? Ja. Ja, die ist von 54. So, die ist von 54. Und die Federung allein, wie schön die gemacht ist, guck mal. Glänzt noch ein bisschen, ne? Da muss man schon aufpassen. Ist das eine Gefahr, wenn man die stehen lässt? Muss man die gut abschließen? Also man hat ein ungutes Gefühl. Also man schaut schon, wo kann man es hinstellen. Aber mit dem Lenkradschloss muss es ausreichen. Anders geht es halt nicht, ne? Du könntest ja, du kannst nichts drumherum machen, vorne ist Rad oder so. Ein Abus Bordeaux. Ich glaube, da ist mein Mann eher der Fachmann. Würdest du da jetzt was drum bauen? Also du fährst ja auch öfter auf Rollertour, aber das macht ihr nie, ne? Nö. Nee. Nee. Da kommt einfach ein Lenkradschloss drauf und lassen auch Helme dabei liegen und so. Ne, das... Also passiert nichts. Fast hat keiner an. Gehen, du gucken und so, nee, aber sonst. So, und jetzt habt ihr nicht nur das, sondern ihr habt eins der genialsten Autos der Welt. Und du wärst ja nicht Tüftler, wenn du nicht ein Hubstützensystem entwickelt hast, manuell. Ich zeig's mal gerade. Wenn du mir mal erklärst, was das ist.
Das ist genial. Hi, Drohnen, guck mal. Das ist ein Stempel, oder? Ja. So, das heißt, diesen ja, das funktioniert. Das funktioniert aber. Genau, ich heb den aus den Federn raus. Das hat Stand. Da wackelt nichts mehr. Ich heb den extra aus den Federn raus. Ja. Wenn es mal regnet, hier ist jetzt egal, aber dann arbeitet er sich auch nicht im Boden ein. Okay. Weil da ist ja nur kein Allrad, ganz normaler Antrieb. Ne? Das ist aber ein Fahrzeug, was ihr nur zum Camping benutzt, oder? Oder auch im Alltag? Nee, nur zum Campen. So, ihr habt den schon lange? Den haben wir jetzt 7 Jahre. Haben wir den jetzt. 7 Jahre. So, das heißt, du hast den gekauft, noch bevor die Preise unbezahlbar waren, oder? Genau. Ungefähr 2 Jahre vorher habe ich den. 2 Jahre vorher. Ja. So, wenn du ihn jetzt verkaufen würdest, wirst du wahrscheinlich mehr kriegen, als du bezahlt hast, oder? Ja, ja. Der hat auch noch nicht viel Kilometer gelaufen. Der hat ungefähr 43.000 Kilometer gelaufen. Ja, ein 316 CDI, nix AdBlue, oder? Nee. Gerade ist eingefahren. 6-Zylinder. Ja. Genial. Nee, das ist ein 5-Zylinder. Ist ein 5-Zylinder. Der klingt doch wie ein Taxi, oder? Ja, aber es könnte schlimmer kommen. Bombe, ne? So, und jetzt das Wichtigste von allem. Ihr habt einen Kompressorkühlschrank dabei von Scancool. Der stand hinten auf der Ladefläche, oder wo war der? Ja, genau, den nehmen wir einfach mit. Haben wir immer schön gekühlte Getränke. Ja gut, ihr seid ja aus NRW. Da darf ein Bierchen nicht fehlen, oder? Ne, wir trinken hier ein Bierchen. Oder Cognac, ne? Welchen Cognac trinkt ihr? Darf ich mal sehen? Ne, ich bin ja mit der Familie hier, dann trinken wir keinen. Trinkt ihr keinen, okay. Sehr schön. Wenn ich mit Kumpels unterwegs bin. So, dann habt ihr ein Vorzelt hier. Ja. Das war schon da, das Vorzelt? Oder habt ihr das? Das ist einfach eine Markise. Ja. Und das haben wir dabei gemacht. Aber wir haben noch ein richtiges Vorzelt. Ach, das haben wir aber nicht mitgenommen. Das ist die originale Markise. Ja. Die habt ihr erweitert quasi. Genau. Und das Zelt sind 3 einzelne Planen, die wir uns zusätzlich gekauft haben von jemandem, der auch einen James Cook hatte. Mhm. Und wir haben gesagt, wir probieren es mal im Kleinformat, damit wir die Roller mitbekommen. Sonst haben wir eigentlich ein großes Vorzelt davor, ein freistehendes. Aber das passte jetzt nicht mit auf den Hänger, weil die Roller mit mussten. So, ihr schlaft ja nicht alle 4 im Schlafdach, oder? Sondern ihr baut den um? Nee, wir können die Rücksitzbank einmal zum Bett umbauen, da schlafen wir. Ja. Das ist komplett eine Schlafbank hier. Und oben schlafen die Kinder. Ist auch noch ausgeklappt. Der Grundriss ist so genial, dass die den nicht mehr bauen. Also das ist schon fast sträflich. Also genau. Küche hinten, du hast Platz ohne Ende. Ja, Badezimmer noch mit drin, auch Platz drin. Dann bekommt man auch keine Ersatzteile mehr. Das ist sehr schwierig. Ne? Und sonst enorm teuer. Ist allein die Fenster hier oben, wenn man hier hinterher guckt und dann oben diese dunklen Fenster, Klappfenster, ich glaube, die werden momentan gehandelt für 3.000 Euro Stück. Oh je, das heißt, enorm. In der Hoffnung kein Hagel oder so. Ja. Und sorgsame Pflege. Aber der Wagen ist echt klasse. Also wer den hat, da vorne ist die Standheizung mit drin. Mhm. Ihr fahrt aber nicht im Winter, oder? Damit. Ostern, Herbst ist es auch öfter frisch. Da braucht man die Standheizung auf jeden Fall. Ja. Also ich zeig's mal gerade. Das ist die Küche. Hinten hat man ein großes Bad. Hier ist dann nochmal, man hat Stehhöhe. Das ist bei dir also auch ganz wichtig. Wenn du dich mal reinstellst, sei mal so lieb. Mein Kumpel ist 2 Meter hoch. Ja. Der steht da sogar noch sauber drin. Warte, ich guck mal gerade. Da ist das Bad. Bad ist ja unglaublich wichtig, glaube ich, oder? Als Frau. Bad ist sehr wichtig, dass man die Toilette bei hat. Ja, duschen könnte man rein theoretisch auch, indem man dieses hier oben reinhängt. Ja gut, aber dann müsste man natürlich wirklich alles säubern, alles wieder trockenlegen, ne? Mit Schrank. Aber großen Spiegel, Schränke noch oben drin. Wir haben einen Boiler hier, das heißt warmes Wasser immer. Ja, wir haben warmes Wasser, wir haben 100 Liter Frischwasser hier drin. 100 Liter? 100 Liter. Wenn man sich ein bisschen zusammenreißt, langt's, oder? Ja. Dann hast du hier einen Kühlschrank, was ist das? Mach mal auf. Das ist der Kühlschrank. Da habt ihr denn die Wurst und die Butter. Der macht schön kühl? Der macht schön kühl, den kann ich separat über die Schaltung vorne einstellen, wie viel Grad ich denn haben möchte. Mhm. Und hier hast du dann das Bett. Das bleibt so, das Bett. Das ist jetzt fix und fertig, oder? Das ist jetzt fix und fertig, aber normal über Tag schieben wir es eben ein bisschen ein, dass wir mehr Kopffreiheit haben zum Eingang. Und welches Fenster kostet 3.000 Euro? Das große hier? Nee, die Seitenfenster. Die Seitenfenster. Ein Stück? Ja. Boah, da würde ich fast einen 3D-Drucker anwerfen, oder? Dann, aber geht nicht. Nee, ich weiß nicht, ob man die überhaupt jetzt für 3.000 bekommen kann. Also sie sind enorm teuer. Mhm. So, dann Küche hast du hier. Genau. Da wird schon nichts kaputt gehen. So, und das ist, ich sag mal, immer toi, toi, toi. Dann hier oben ist ein Schrank. Darf ich den mal aufmachen? Ja. Lass mal ganz kurz mal reingucken. Und wie schön das alles aufgeht. Das ist nichts hier. Pflege. Muss so ein Auto ja auch pflegen. Ja, absolut. So, und wer schläft oben, wer schläft unten? Die Kinder schlafen oben. Ja, ist ja klar. Das da hinten, das ist so ein blaues, eine blaue Bettdecke. Was ist das? Na, Schalke 04. Schalke 04. Gott.
So, dann sind wir ja fast fertig. Das heißt, dass, wenn du mir noch einmal kurz mal zeigst, die Bank hier, das ist nämlich so eine geniale Konstruktion. Die muss man einfach mal gesehen haben. Heidrun, guck dir das mal an. Das dauert Sekunden. Dann, du kennst das? Ja, klar kenne ich das. Und das ist auch genial, wenn du, ich sag mal, einfach mal... Das Praktische ist halt, dass du eine richtige, ordentliche Sitzbank hast. Da ist euer Bett drin. Ah, das Bettzeug quasi. Ja. Okay, verstanden. Jetzt hakt es noch nicht. Vorführeffekt. Ist nicht schlimm. Du hast die ganz nach vorne, glaube ich. Hm? Ganz so weit vorschieben, oder? Ja. Manni, du musst ran. Der Manni baut eigentlich abends das Bett auf und ich sag nur, wenn halt jemand Kolben reparieren kann, dann kann er auch die Couch öffnen. Ja, wollen wir hoffen, ne? Jetzt schauen wir mal. Ja, Mama ist ja da wirklich so ein Vorführeffekt. So. Ist es eigentlich schwer zu fahren, das Auto? Also von den Abmessungen? Nee, es ist eigentlich wie ein Auto, der Hänger läuft hinterweg. Dann räumen wir das so aus und dann. Der Hänger läuft hinterweg. Ja. Man darf nur nicht beim Rückwärtsfahren vergessen, dass man Hänger hat, oder? Rückwärts macht mein Mann. Macht dein Mann. Ist ein Ruckzuck, ist aufgebaut, ne? So, das war's. Ja. Kopfkissen noch hier drauf und fertig. Ne? Kopfkissen. Ihr seid auch mal wieder eine tolle Familie, muss ich sagen. Ganz außergewöhnlich, der mit den Rollern unterwegs. Wann kam es auf die Idee, die mitzunehmen, da ein bisschen Spaß zu haben im Camping dann? Wir wollten eigentlich Fahrräder mitgenommen haben. Ja. Und mein Kumpel war eine Woche oder zwei Wochen vorher im Urlaub und er sagte zu mir, ich würde einen Roller mitnehmen. Ist wesentlich angenehmer wie Fahrrad, weil immer hoch, runter, bei uns ist ja platt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, was? Boah, hinten, da habe ich den Sitz hinten drauf gebaut bei meiner Frau. Fahren wir alle mit dem Roller. Und hat super geklappt. Ne? Und seid ihr schon länger unterwegs im Camping? Oder Zeit des Lebens mit den Kindern? Nö, jetzt seit 7 Jahren, wo wir den Bulli bekommen haben. Den haben wir wirklich gut erhalten bekommen. Den Bulli nennt ihr den? Den Bulli, ja. Genau. Und der wurde vorher wenig gefahren, hat immer unter Dach gestanden, super gepflegt. Und da haben wir gesagt, da greifen wir zu und testen das. Mhm. Ganz unerfahren, noch nie gekämpft zusammen. War das nicht Stress für dich, wenn das so Unordnung ein bisschen, nee, oder? Nö, eigentlich. Du bist so ein Outdoor-Typ. Ja, ich sag mal, wir ergänzen uns alle. Was der eine nicht so gut kann, macht der andere dann, ne? Ja. Und jetzt über die Jahre hat man sich eingespielt, also das läuft ziemlich gut. Und der Platz hier, wie habt ihr ihn gefunden? Einfach über Internet suchen, 5 Sterne oder... Ach, 5 Sterne habt ihr eingegeben. Ja. Gehen wir oft ein, weil uns wichtig sind gute Sanitäranlagen, aber auch ein schöner Platz, dass die Kinder was zu tun haben. Also allgemein, der Platz muss viele Sachen haben, sag ich mal, dass wir auch Aktivität machen können. Schwimmbad ist dabei, ist super, dass die Kinder einfach mal zwischendurch laufen können. Das Schöne ist, du hast die Möglichkeit, die ja freizulassen, die Kinder. Und dann, genau, mittlerweile ja. Mittlerweile ja. Ist das Schöne, der Platz? Ja, der Platz ist. Was ist gut? Das Freibad, der Fußballplatz. Viele Mädels sind hier, gell? Ja, also ich habe jetzt noch keine Freundin gefunden, aber vielleicht kommt das noch. Ihr wart viel unterwegs. Das heißt, ihr wart schon jetzt am Bodensee? Ja, waren wir schon. Wart schon da. No. Mensch. Ja, da musst du jetzt einfach mal rumschauen hier. Am Gitzenweiler Hof sind so viele Mädels. Müsste in deinem Alter genug da sein. Komm doch mal vor zur Animation, zum Aktivprogramm. Dann kann man mal gucken, wer alles da ist. So am Elefanten rum. Ja. No? So machen wir das. Ja, und hier vorne. Cool, so. Wir lassen euch jetzt mal in Ruhe, denn es gibt Frühstück. Und was natürlich immer das Gleiche ist, ist die 1 Kilo Vorratsglas Nutella-Einheit. Das darf nicht fehlen im Urlaub. Genau, wenn man abends Frust hat, dann geht so ein Kilo Glas auch mal mit dem Löffel, oder? Ja, bei den Kindern am liebsten schon, ja. Frust im Urlaub darf nicht kommen. Also, die sind unglaublich dünn, muss man sagen, dafür, dass sie Nutella essen. Viel Bewegung auch noch zwischendurch. Gute Haltung, so ist das, ja. Dann Kaffee, der ist jetzt kalt, oder? Dann machen wir uns 9, ist nicht so schlimm. Ich habe mich überfallen. Also ihr seid wirklich toll. Du hast tolle Gäste. Wir kommen immer nur so 10 Meter weit. Da steht schon wieder was anderes, oder Heidrun? Eben, das ist ja das Schöne am Camping. Darf jeder so machen, wie es ihm gefällt. Und jeder hat so seinen individuellen Style. Und das macht sie auch so spannend. Und jetzt können wir eben, da können wir weiter durchgehen. Wir finden bestimmt, also nicht ganz so nette Familien vielleicht jetzt, aber sehr sympathisch. Immer viele nette.
Ja, viele nette. Ist ja alles, alles ganz entspannt. Und wenn dir jemand gefällt, dann kannst du dich hindrehen, dann lächelst du, winkst du, dann setzen wir sie mal zusammen. Und wenn du merkst, oh, das ist doch nicht so, dann drehst du dich wieder zurück und unterhältst dich untereinander und dann erledigt sich das. Camping gedacht, ist da schon Freiheit. Mit Kumpels habe ich auch schon gedacht, können wir mal nach hier hinfahren, weil ich sag mal, wir sind acht Leute fahren wir mit Roller. Ja. Kommen wir hier mal zelten und dann fahren wir einen Tag mehr weiter, ne? Achso, ihr wandert quasi. Ja. Und habt das Zeug am Roller drauf. Ja. Also nichts Auto und Anhänger. Nee, ja. Wann war ich jetzt weg? Vor 3 Wochen? Da waren wir nach Koblenz. Nach Koblenz? Ja. Das ist eine Tour, oder? Ja, da waren wir mit 3 Mann und dann hinten Zelt drauf. Da darf aber kein Kolben versagen, oder? Ja, basteln, gebastelt will immer unterwegs. Achso, die habt ihr dabei. Ja, wir haben einen, der freut sich immer, wenn er basteln darf. Nicht? Der schmeißt, man steht kaum, liegt da schon unter dem Roller, ne? Immer zu finden. Nö, das ja, in 3 Tagen 1000 Kilometer habt ihr gefahren, ne? Ja. Toll. Sag mal, du hast es eben angesprochen, die Sanitäranlagen. Sind die gut hier? Die sind sehr gut hier. Besonders schön ist, dass die Duschen wirklich laufen, nicht auf, sag ich mal, 3 Minuten ab. Achso, immer wieder drücken. Genau. Drücken schon, aber halt nicht, dass es nach 3 Minuten zu Ende ist, dass man wirklich mal eine warme Dusche auch schön genießen kann. Ich hatte in Frankreich eine, die ging 20 Sekunden. Oh, das ist. Kennst du das, wo du so mit dem Rücken gegenstehst? Also 3 Minuten war das Kürzeste, was wir hatten. Da muss man sich schon als Frau auch beeilen. 20 Sekunden. Aber also 20 Sekunden ist nicht machbar. Selbst im Europapark, ich glaube 1 Minute, dann geht die Dusche aus, ja, und dann bist du denn da und hier bei euch, die läuft? Hier am Gitzenweiler Hof scheinen die Duschen gut zu funktionieren. Die Gäste sind zufrieden, sogar aus NRW. Aber da hat jeder was anderes, was er gut findet. Ja, oder? Aber das ist ja bei allen gleich. Also das Sanitär, Stimmen muss sauber und ordentlich, da legen wir auch Wert drauf. Und ich sag mal, das hier ist ja sogar unser ältestes Sanitärgebäude. Sauber und funktionstüchtig. Viele Haken, viele Spiegel. Also wirklich von der Funktion haben wir direkt gesagt, Duschen super. Separat nochmal abgetrennt. Genau, die extra Tür, das sieht man ganz selten. Das Schuhregal, was mich genau. Am Camping am meisten aufregt, dass meine Schuhe dann immer im Sabber stehen. Ich brauche ein Schuhregal. Und da ich ja auch Camper bin, dann habe ich gesagt, da muss noch rein. Mhm. Das können wir dann mal später irgendwie erst ein. Es gibt sogar noch mehr, man kann sogar eigene Bäder buchen, oder? Ja, genau, Familienbäder gibt es auch, haben wir ein paar davon. Davon wird jetzt immer mal wieder angefragt. Und was heißt das? Du buchst das Bad ist nur für dich? Ja, das ist nur für dich. Das kriegst du dann, Schlüssel? Kriegst einen Schlüssel mit Kaution, musst 8 bis 10 Euro pro Tag dafür bezahlen. Und dann hast du eine Dusche, Toilette, Waschbecken, so einen kleinen eigenen Badbereich für dich. Ja. Ja, ja gut, man braucht es nicht, aber es gibt ja Leute zum Beispiel mit Kindern, die wollen das Zeug da drin lassen, gerade Baby, keine Ahnung was. Je kleiner, umso mehr Platz braucht man einfach, das ist so, und wir brauchen es nicht mehr. Ja, und auf der anderen Seite, ich sag mal, aber gerade mit den Kleinen ist eigentlich Quatsch, weil die Duschen, diese Bäder sind ja für Erwachsene gerichtet. Also wenn du bei uns hier in den Kinderbereich reingehst, ist es eigentlich angenehmer mit den Kindern. Da ist so ein großes rotes Rundell, da hast du mehr Platz. Als wenn du jetzt, und dann kannst du mit Mutter und Vater auch reingehen. Also diese Kinderabteilungen sozusagen, die sind genderneutral. Da dürfen auch beide rein. Da muss man sich da nicht entscheiden, wer mit wem geht. Und ab einem gewissen Alter, also ihr seid ja eh, aber ab einem gewissen Alter ist ja dann auch so, dass der Junge nicht mehr mit der Mama in die Damentoilette möchte. Genau. Echt nicht? Das geht dann alles noch. Oh, das ist ja nachvollziehbar. Okay. Ja, vielen Dank euch. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit Schwartor Extra. Ja, und wo wart ihr jetzt schon? Brauchst du noch einen Geheimtipp zum Ausflug? Wo wollt ihr? Ins Malereck oder so? Das sagt mir jetzt nichts. Also gestern waren wir Scheidecker Wasserfälle. Mhm. Ja, wollten jetzt gerne noch Meersburg sehen. Ja. Wir sind am Überlegen, ob wir eine lange Tour noch machen bis zu den Rheinfall Schaffhausen. Dauert es sehr lange. Ne? Sehr lange ist die Frage, ob man das, ob sich das auch lohnt. Und es ist, aber was sehr schön ist, jetzt zur Wasserburg ins Malereck mal zu fahren. Da kann man auch schön essen, da kann man schön vorfahren, so am Wasser entlang. Und vielleicht auch nochmal mit dem Schiff rüber nach Romanshorn. Nach Romanshorn? Also von, ich hätte jetzt gedacht, nach Konstanz. Nee, eben nicht. Ihr braucht so bis nach Friedrichshafen. Mhm. Da mit der Fähre rüber nach Romanshorn. Und da gibt es nämlich ein ganz besonderes Automuseum von dem Rennfahrer. Das ist gut. Riefenstein. Also in Romanshorn an der Anlegestelle, da findet ihr das. Und das ist total genial, da dürfst du dich auch mal reinsetzen. Das sind alles seine private Sammlungen. Und da darf man selber auch da drin sitzen und so. Anfassen, drin sitzen, wenn da jemand dabei ist, dann ist das total lässig. Prospekt habe ich oben, Auto, auf jeden Fall Romanshorn. Prospekt ist oben in der Rezeption, in dem Prospektraum mit so einem
Mit so einem roten Rand sind die. Ich kann dir eins raussuchen. Kommst nachher mal fragen. Ja, machen wir auch. Und das ist nämlich total cool. Also, und das Museum ist fast unbekannt. Da kann man einen schönen Ausflug machen. Dann waren wir nochmal in der Schweiz. So, ich muss jetzt eingreifen, ja, weil sehr schön. Wir unterhalten uns weiter. Geh du doch mal arbeiten. Die müssen jetzt frühstücken, ja. Es geht gar nicht anders. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, und wenn ihr das seht, gebt der Familie wirklich einen Thumbs up, also einen Daumen nach oben. Und ganz wichtig, abonniert, sag mal in die Kamera, abonniert German Television. Darfst mal in die Kamera gucken. Abonniert German Television. Schön, fast wie im Radio. Tschüss, danke. Danke auch. Tschüss.